Katharina Böhm, Geschwister, Kinder, Partner, die Chefin privat. Katharina Böhm spielt seit über 10 Jahren die Chefin. Die wichtigsten Infos über ihr Privatleben bekommst du hier. Steckbrief von Katharina Böhm. Vorname: Katharina. Nachname: Böhm. Geburtstag: 20. November 1964. Sternzeichen: Skorpion. Geburtsort: Sorrengo, Schweiz. Wohnort: Baltham bei München. Größe: 1,67 Meter. Beziehungsstatus: Liiert. Katharina Böhms Privatleben, berühmte Eltern und Geschwister. Katharina Böhm wurde das Talent in die Wiege gelegt. Ihr Vater war der österreichische Schauspieler Karl-Heinz Böhm, 2014. Der vor allem als Kaiser Franz Josef in der Sissi-Trilogie bekannt ist. Ihre Mutter war die polnischstämmige Schauspielerin Barbara Lass, 1995. Für Karl-Heinz Böhm war es die dritte Ehe. Mit seiner ersten Ehefrau Elisabeth Zoneva hat er Tochter Sissi Böhm. In seiner Ehe mit Gudula Blau sind die Kinder Michael, Christina und Daniela Blüm entstanden. Nach der Trennung war er mit Almas Böhm verheiratet und Katharina Böhm bekam mit Aida und Nikolas Böhm zwei weitere Halbgeschwister. Aufgewachsen in der Schweiz, schnupperte Katharina schon früh Schauspielluft. So spielte sie als Zwölfjährige die Rolle der Clara in der Serie Heidi. Seitdem ist sie in zahlreiche Film- und Serienproduktionen zu sehen und mauserte sich in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Aktuell spielt Katharina Böhm seit über 10 Jahren die Hauptrolle der Vera Lanz in der Krimiserie Die Chefin. Partner und Kinder. Katharina Böhm legt viel Wert auf ihre Privatsphäre, weshalb es kaum Infos zu ihrem Liebesleben gibt. Sie soll seit einigen Jahren aber mit dem deutschen Regisseur Rick Ostermann liiert sein. 1998 brachte sie im Alter von 25 Jahren Sohn Samuel zur Welt, über dessen Vater jedoch nichts bekannt ist. Mit ihrem inzwischen erwachsenen Sohn pflegt Katharina Böhm ein inniges Verhältnis. Ihre Erziehungsmethode soll sie einst beschrieben haben als relativ entspannt, nicht zu streng, nicht zu lasch. Ein tolerantes, herzliches und offenes Weltbild seien die Werte gewesen, die sie ihrem Sohn unbedingt vermitteln wollte. Katharina Böhm soll mit Rick Ostermann und Sohn Samuel laut Medienberichten in Baltham in der Nähe von München leben. Großstädte seien nicht ihr Ding, erzählte die Schauspielerin einst.